Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch die Blissim-Box vor. Die habe ich ja ganz normal im Abo. Das kostet 16,90 € im Monat. Und habe ich jetzt schon, ja, noch kein Jahr, aber schon ein paar Monate. Ich würde sagen, seit März oder so habe ich die sicherlich schon im Abo. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich die Ehre, dass ich euch die vorstellen darf. Ich habe diesen Monat die Blissim-Box nämlich auch nochmal zugeschickt bekommen. Und bleibt also unbedingt dran. Ich werde auch eine Box hier verlosen mit einem kleinen, mit einer kleinen Ausnahme. Ihr werdet nachher sehen. Ich zeige euch jetzt als erstes die Box, die ich wirklich zugeschickt bekommen habe. Das ist diese hier. Ich finde, das Design ist wieder wunderschön. Es ist immer super schön designt bei Blissim und es sind immer recht kleine Boxen, aber super süß. Da kann man super was aufbewahren oder zum Wiederversenden. Gefällt mir immer richtig, richtig gut. So, genau, hier steht so ein bisschen was drin, was es diesen Monat gibt. Und das kann man, glaube ich, auch scannen. Genau, dann kann man ein bisschen was dazu lesen zu den einzelnen Produkten. Ich fange einfach mal direkt an als erstes. Also der Inhalt ist übrigens bei allen gleich, soweit ich weiß. Also ich kenne es nicht anders von der Blissim. Ich meine, das ist gleich, meistens jedenfalls. Man kann meistens zwischen einem Produkt so ein bisschen was auswählen. Dazu kommen wir aber am Ende. Ich habe hier von Coris Greek Yogurt Foaming Cream, ein Cleanser. Das ist einmal dieser hier. Ich mag die Marke sehr, sehr gerne. Ich finde die Produkte, die ich bis jetzt getestet habe, sehr, sehr gut. Das sind 20 Milliliter und wie gesagt ein Gesichtscleanser. Finde ich sehr interessant, werde ich sehr gerne testen. Dann haben wir als nächstes von Espa eine Bodylotion, Bergamotte und Jasmin, 75 Milliliter. Genau, von Espa, also sagt mir was, aber habe ich, glaube ich, noch nicht so viel ausgetestet. Ich meine, die sind ein bisschen teurer, wenn ich mich täusche. Genau, einmal die Bodylotion werde ich sehr, sehr gerne auch ausprobieren, finde ich interessant. Ich kann hier mal kurz gucken, ob ich was rieche, aber meine Nase ist nicht die... Ja, es ist verschlossen, dann lasse ich es noch zu. Dann habe ich hier etwas Kleines von Belief. 10 Milliliter Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream. Genau. Eine Vitamin C Creme ist hier drin. So sieht das aus. Ich mache mal einmal die Verpackung auf, damit wir einmal kurz gucken können. Kommt in so einem süßen kleinen Tiegelchen. Allerdings aus Plastik. Genau. Das ist einmal das, eine Vitamin C Creme. Werde ich sehr, sehr gerne testen. Interessiert mich. Von der Marke, die kenne ich auch, aber habe ich noch nicht viel getestet. Ich glaube, ist jetzt nur Lippenbalm oder sowas hatte ich mal von denen, genau. Wie gesagt, auch das wird gerne ausgetestet. Und dann habe ich hier von Disciple Dreamy Serum mit Retinol und Hyaluron. Genau, einmal so ein Serum. Ich gucke gerade, wie viel da drin ist. Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. 30 Milliliter. Genau, ist das zum Sprühen? Nee, es hat so einen Pumpspender. Finde ich, sieht ganz süß aus. Auch das werde ich sehr genau austesten. Ich mag ganz gerne verschiedene Serien testen. Da bin ich interessiert dran. Bin ich gespannt. Werdet ihr irgendwann auf jeden Fall in einem Aufgebraucht-Video sehen, aber ich habe sehr viel Zeug, deswegen dauert es noch ein wenig. So. Und dann kommen wir, das waren jetzt 4 Produkte, meistens sind hier so 5 Produkte drin. Jetzt kommen wir zu dem Produkt, was man diesen Monat wählen konnte im September. Ihr werdet jetzt beide Produkte sehen, weil die Box ähnelt sich, meine private und die ich zugeschickt bekommen habe. Ich privat habe mir Folgendes ausgesucht. Von Anastasia Beverly Hills habe ich mir in Dark Brown das Brow Wiz ausgesucht. Das ist ein Skinny Brow Pencil. Ich mache den mal auf. Denn ich werde diese Box zwar verlosen, aber nicht dieses Produkt. Weil das Produkt ist ja jetzt in einer bestimmten Farbe, die nun mal auch zu mir passt. Deswegen werde ich es nicht verlosen. Aber ich packe euch dafür was anderes rein. Also keine Sorge, ihr kriegt dafür was anderes Schönes. Ja, das ist der Augenbrauenstift. Und das ist die Farbe. Ich kann mal hier einmal ein bisschen malen. Genau.
Das sollte mir, denke ich, passen. Da freue ich mich drauf, den zu testen. Wie gesagt, das kommt jetzt nur nicht bei euch rein, weil wenn jetzt wer Blondes das gewinnt, macht vielleicht Dark Brown nicht ganz so viel Sinn. Und ja, ich habe noch ganz viele andere verschlossene Sachen, wo ihr euch auch drüber freuen werdet. Ich packe dafür zwei Sachen zusätzlich rein. Genau. Also das war in meiner privaten Box. Das konnte man wählen, aber auch in verschiedenen Farben konnte man das wählen. In meiner Box, die ich zugeschickt bekommen habe, ist jetzt von Fenty Beauty by Rihanna, Brow MVP, Sculpting Brow Wax, Pencil and Styler. Genau, das sieht so aus und das ist transparent, aber das habe ich, wie gesagt, zur Verfügung gestellt bekommen und ich muss noch ein bisschen Content damit machen, deswegen kann ich euch das nicht reinpacken. Also auf einer Seite haben wir hier zum Rausdrehen, wie, vielleicht kennt ihr das von Catrice, so einen Stift. Ein Wachsstift und auf der anderen Seite, oh okay, wie so eine kleine Zahnbürste. Genau, dann kann man das nochmal so schön kämmen. Ja, das war da drin von Fenty. Also auf jeden Fall, die Box hat mir ganz gut gefallen. Ich fand die beiden Produkte, aus denen man wählen konnte, ganz cool. Auch, dass es was Ähnliches ist, aber genau, das sind natürlich auch beides coole Marken, die man gerne testen kann. Die anderen Produkte gefallen mir auch. Ich bin sehr gespannt. Bei Aespa bin ich einfach gespannt, weil ich schon so viel davon gehört habe und ich bin mir nicht mehr sicher, was ich davon schon getestet habe. Wie gesagt, Chorus habe ich schon öfter benutzt und liebe ich. Also rundum bin ich eigentlich zufrieden mit der Box. Es hätte vielleicht noch so ein ganz bisschen mehr, ja, noch ein bisschen mehr dekorativ vielleicht. Aber mein Gott, ich liebe aber auch Skincare über alles. Früher wollte ich immer nur dekorativ drin haben. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr so. Ich werde auch älter und Skincare ist mein bester Freund. Genau, so viel zu dem Thema. Das war die Blissin-Box aus dem September. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch diese Box gefallen hat. Für alles Weitere zur Verlosung schaut ihr am besten einmal unten in die Infobox. Dann tut mir bitte einen Gefallen. Ihr könnt natürlich alle gerne mitmachen. Bedingungen dafür stehen auch unten. Einen Daumen nach oben bitte da lassen, einen Kommentar schreiben, was ihr an der Box besonders gut findet oder was ihr schlecht findet oder was man verbessern könnte. Das würde ich gerne von euch wissen. Genau, und ihr solltet natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das würde mich auch sehr freuen. Genau, alles Weitere steht unten. Aber wie gesagt, jetzt ganz wichtig, bei meiner letzten Verlosung hat jemand gewonnen und sich nicht mehr gemeldet. Also ich habe auf den Kommentar geantwortet, so wie es unten stand. Und es hat niemand zurückgeschrieben. Und wie es unten steht, ihr habt 3 Tage dann dafür Zeit, nachdem ich meinen Kommentar darauf geantwortet habe, auf euren Kommentar. 3 Tage, wenn da nichts kommt, dann ist die Verlosung beendet, dann ist es vorbei. Ne? Also dann habt ihr keine Chance mehr. Kann ich nichts dafür. Ich kann nicht ewig warten und die Produkte hier horten, bis sich irgendwann wer meldet. Ich hoffe, das versteht ihr. Deswegen bitte, wenn ihr gewonnen habt, habt ihr nur 3 Tage Zeit. Das heißt, wenn ich euren Kommentar darauf antworte, dann bitte, bitte, so wie es unten steht, entweder per Mail mir schreiben oder per Instagram. Das wäre richtig, richtig toll, weil ansonsten tut es mir leid. Ich kann das wirklich nicht immer hier aufbewahren. Da müsst ihr ein bisschen selber drauf achten. Das kann ich euch nicht abnehmen. Ich wünsche euch ja auch, dass ihr das kriegt, aber wie gesagt, dann schaut bitte einfach danach. Es ist schade drum, weil gerade andere haben auch teilgenommen. Und die hätten sich darüber gefreut. Das ist ein bisschen schade. Aber ich werde es dann nicht immer wieder neu auslosen. Wenn die Verlosung nicht geklappt hat, dann ist es leider Pech. Genau, deswegen diesmal bitte, dass es klappt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann bei einem nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.